Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Summer in Mara. Ja, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir die Karte von Saimi fertiggestellt bekommen. Aber sie braucht noch etwas, und zwar Pflanzenöl. Und das besorgen wir jetzt. Mal schauen, wir sollen zu Brahm gehen. Und Bram war ja, glaube ich, der hier unten. Der mit dem Restaurant hier. Auch nicht geschlossen. Nur geöffnet zwischen 10 und 23 Uhr. Na gut, ist ja gleich 10. Na komm, Bram. Öffne mal. Tada! Alles klar. Hey, ist Bram hier? Bram ist im Augenblick sehr beschäftigt. Wer bist du? Ich brauche. Hallo Koa, brr. Hey, hast du vielleicht Pflanzenöl? Ich arbeite an einer Karte und. Was für ein Unsinn, Kind. Pflanzenöl ist ein hochwertiges Produkt für edle Kochrezepte, nicht für deine Bastelprojekte. Koa, wir haben kein. Geh zurück an die Arbeit. Aber Onkel. Wow, du bist sein Onkel? Entschuldige, du bist Brahms Onkel, brr. Wie geht es dir? Gerade in Eile. Schon gut. Die Sache ist, wir haben kein Öl. Wir brauchen Sonnenblumenkerne für das Rezept. Heute Morgen habe ich ein Katzenkind gesehen, das Sonnenblumenkerne gegessen hat. Brr. Ah, das könnte Onzo gewesen sein. Hey, tut mir leid. Pass auf. Wenn du die Kerne auftreibst und mir dann Sonnenblumen bringst, kann ich dir dafür das Rezept für das Öl geben. Ich weiß nicht. Was sagt man? Bitte. Okay. Ja, die haben wir ja schon, die Sonnenblumen. Sehr schön. Herr Tucker, ich habe die Sonnenblumen. Sehr gut, ich danke dir sehr. Jetzt kann ich Pflanzenöl pressen. Hier hast du das Rezept, damit kannst du es selber herstellen, wann immer du willst. Und lässt mich hoffentlich in Ruhe. Redest du auch so mit dem Rest deiner Kundschaft? Das übernimmt Bram. Ich bin der Küchenchef und Meisterkoch. Der Beste in Mara. Stimmt das auch? Ja, er ist sehr gut. Und du? Bist du der beste Kellner in ganz Mara? Nein. Ich werde bald auch ein Chefkoch sein. Brr. Toll, so wie dein Onkel. Er muss noch viel üben. Und du solltest dir deine Ideen aus dem Kopf schlagen. Welche Ideen? Komm zurück, wann immer du willst, und ich zeige dir meine Gerichte. Das wäre fantastisch. So, Sonnenblumen abgegeben und das Rezept für Pflanzenöl bekommen. Ja, super, jetzt dürfen wir wieder zurück nach Hause fahren und das Öl herstellen. Aber immerhin haben wir jetzt das Pflanzenöl. Also können wir es dann herstellen. Und ja, dann haben wir das auch gemeistert. Was können wir hier noch erledigen? Kaufe die nötigen Zutaten für Brahms neues Gericht. Den Oktopus brauche ich nur noch. Spreche mit Napopo, da brauche ich immer noch. Mache weiter mit den Aufträgen von Chor, um fortzufahren. Spreche mit Pilli für den nächsten Auftrag. Dann sprechen wir mal mit Pilli. Da ist Onso und hier ist Pilli. Chor, wir haben nachgedacht und wir glauben, dass wir nicht sehr fair zu dir waren. Was meinst du? Unsere Schulden. Wir wissen, dass du sie bezahlt hast. Das stimmt. Hier, das ist ein Geschenk von uns. Was ist das? Ein Sack Dünger. Du kannst damit deine Pflanzen düngen. Oder du kannst ihn Edegan geben. Er wird dir nützlich finden. Danke. Dünger ist doch gut. Bring Edegan einen Sack Dünger. Warum Edegan? Komm schon, tu endlich, worum ich dich gebeten habe. Ja, mache ich gleich. Ich wollte mal gucken, was du so hast. Nichts Dolles anscheinend, okay. So. Sechs davon verkaufen. Acht davon verkaufen. Dann haben wir ein bisschen Geld wenigstens. Kohle. Papier können wir einmal verkaufen erstmal. Ich warte lieber noch ab. Okay, ja, Eiersblume kostet bloß 6. Dann lohnt sich das ja nicht so wirklich.
Das hier können wir verkaufen, das hier können wir verkaufen. Die Bienenkönigin behalten wir mal schön. So, das machen wir so. Das machen wir so. Oh, die Seile. Geil. 35 pro Seil. Nehmen wir doch gerne mit. So, dann haben wir ein bisschen Geld verdient. Wo wollte ich jetzt hin? Ich hab's voll vergessen. Ah, zu Edigan, genau. Zu Edigan. Er wollte ja einen Sack Dünger haben. Na, dann gucken wir mal, ob er das gebrauchen kann. Edigan, die Marktfrauen haben mir gesagt, dass du das hier gebrauchen kannst. Nicht schon wieder. Schon wieder? Ich habe einmal einen Fehler mit einer Bestellung gemacht und aus Versehen 10 Säcke Dünger bestellt. In der ganzen Bank stank es fürchterlich. Seitdem machen sich die drei lustig über mich. Sie sind wirklich gemein. Bring den Dünger bitte sofort von hier. Wenn du deine Pflanzen damit düngst, wachsen sie besser. Du hast ein neues Rezept, Dünger. Oh, geil, ich habe Rezept bekommen sogar. Sehr schön. Na dann ab nach Hause erstmal. Jetzt will ich den Dünger auch ausprobieren. Wenn wir schon mal Dünger bekommen haben, muss er sich ja auch lohnen, ne? So, ab zum Hafen und ab nach Hause. So, unsere Energie lässt auch zu wünschen übrig. Na, wir haben ja auch nicht viel bekommen im Schiff. Dadurch, dass man ja da ein bisschen unbequemer schläft, wahrscheinlich auch. So. Na dann auf nach Hause. Und dann gucken wir mal, wie wir Dünger herstellen können. Unsere Insel und dann da müssten das müsste ja da hergestellt werden, wo die freie Stelle ist, wo das Schild ist. Neben unserem Haus. Da stand, glaube ich, das Schild war, glaube ich, für Dünger gewesen. Da müssen wir mal gucken. So, Blaubeeren mitnehmen. Bestimmt können wir dann auch später Apfelsaft und sowas alles herstellen. Oh, ich habe gar nicht gegossen. Was für ein Fauxpas. Das hätte schon längst alles fertig sein können. Teilweise. Ah, verdammt. Die zwei Sachen habe ich nicht mehr geschafft. Gut, die Zwiebeln sind fertig, die Karotten und die Süßkartoffeln auch. Hoppala. Einmal zu früh rübergegangen. So. Ah, und die Baumwolle. Sehr schön. Schade, dass man daraus keine Setzlinge kriegt. So. Ah, hier ist der Dünger. Dünger nehmen. Das lässt sie ja auch fallen. Na geil. So, säen. Was säen wir denn da? Machen wir Sonnenblumen. Dann kriegen wir wieder Sonnenblumenöl. So. Dann machen wir hier Karotten. Hier die Kürbisse. Und dort machen wir noch die Süßkartoffeln und dann passt das schon. Nein, Süßkartoffeln. Und dann gießen wir noch mal. Also man kann es schaffen, die zwei die Runde, aber da muss man verflixt schnell sein. So, Dünger, was brauchen wir denn dafür? Kräuter, Kohle und Schwimmer? Wie stellt man Schwimmer her? Also ich weiß, dass man so ein Brett herstellt, aber Schwimmer, okay. Ah, okay. Wasser und einen Tintenfisch brauchen wir für Tinte. Alles klar.
Pflanzenöl brauchen wir mit Sonnenblumenkernen. Das wird dann dauern, da müssen wir erstmal die Sonnenblumen wachsen lassen. 3 Tage. Ja, das geht. Kriegen wir hin. Da müssen wir halt so lange warten. Können wir mal auf der Insel ein bisschen was unternehmen? Ich werde mal was zu mir nehmen. Ein bisschen zumindest. Ja. Die Energie brauche ich. So. Sehr gut. Energie ist wieder voll. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch Früchte bekommen. Ja, hier sind Orangen. Da habe ich noch Brombeeren gesehen gerade. So. Haben wir hier noch? Nein, da ist nichts. Da sind auch keine Steine. Das sind die Kräuter. Die brauchen wir dann. Okay. Schon interessant auf jeden Fall, was man hier so Neues entdecken kann und so. Macht schon Spaß. Das Spiel begeistert mich auf jeden Fall. Nee. Können wir nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Metall, das nehmen wir doch gerne mit. So. Bisschen Eisen können wir immer gut gebrauchen. Da ist ein Eimer angeschwommen. Eine Orange, toll. Davon habe ich genug. Davon habe ich bäumeweise. So, das hätten wir auch. Mehr ist hier nicht. Dann gehen wir zurück. Ja, unsere Energie ist schon wieder fast runter. Das ist schon ein bisschen doof. Ich hoffe, ich krieg bald das Rezept für Nägel, weil ich will den Hühnerstall fertig haben. Soweit haben wir ja schon alles an Material. Es fehlen halt nur noch die Nägel. Schon schade. Der Schweinestall, der dauert ja auch noch ein bisschen. Zuerst sollten wir ja den hier fertig haben. So. Ist hier auf den Bäumen irgendwas noch? Ne, da nicht. Ja, auch nicht. Hier hängt auch nicht ein Baum. Okay. Ja, was machen wir jetzt noch den Rest des Tages? Wir können ja mal oben auf der Opferstätte schauen. Vielleicht fehlen da ja die Orangen wieder. Können wir ja mal wieder welche reinsetzen. Nach langer Zeit. Die freuen sich doch auch, wenn da mal eine Opfergabe drin ist. Ah, und dann muss ich mal gucken wegen den Bienen. Ob man die hier irgendwo freilassen kann, beziehungsweise ob die irgendwie vielleicht einen Bienenstock machen oder so. Vielleicht bauen die ja sowas eigenes auf auch. Muss ich mal gerade gucken, wir haben doch... Wo haben wir denn? Haben wir die hier bei irgendwo? Hier nicht. Hier. Sie ist die Königin der Bienen, anderen Bienen errichten die Waben um sie herum, ja, das ist klar. Frage ist bloß, wie kann man die benutzen? Die kann man doch bestimmt irgendwie benutzen, da kann man doch bestimmt irgendwie sowas herstellen. Bin ich echt gespannt, ob das klappt. Irgendwann. Und könnte man seinen eigenen Honig hier herstellen? Dann bräuchte man den nicht mehr extra auf der Insel kaufen oder dort erst sammeln. Das wäre schon interessant auf jeden Fall. Da ist nichts weiter. Fäden haben wir wieder zweimal. Die Seile bringen richtig viel, das ist gut. So. Ja, mit Pflanzenöl müssen wir halt warten. Ist leider sowas, wenn wir machen. Kann ich nochmal? Ja. Okay, dreimal kann ich. Immerhin dreimal Orangensaft. Und bei dir sind es nur einer. Immerhin. So, hier fehlt eine Flunder und eine Garnele.
Hier Orangen und Zucker und hier fehlen nur noch die braunen Pilze, okay. Na egal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Haie. Gute Nacht. Ah, endlich wieder ein richtiges Bett. Wurde auch mal Zeit, dass man wieder im richtigen Bett geschlafen hat. So, ja, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Summer in Mara. Vielen Dank und bis bald. Ciao.